Kehrer, ein großer Klavierinterpret unserer Zeit, ein Grenzgänger zwischen Ost und West. Mit seinem ungewöhnlichen Lebensweg ist der Pianist eine Ausnahmeerscheinung in der Musikwelt. Die Musik, die ist eigentlich, das ist alles für mich. Eine Möglichkeit, sich aussprechen, etwas sagen, meine Gefühle, meine Gedanken. Und ganz dasselbe wie die Komponisten mit Musik, anstatt mit Wörtern, kann man mit Musik aussagen, was die anderen mit Wörtern sagen. Und von Liebe und von Treue und von Kummer und von allem kann man mit der Musik erzählen. In dieser Hinsicht ist sie doch sehr reich. Die Musik fängt dort an, wo die Wörter enden. Musik habe ich schon von ganz klein gehört. Ich kann mich schon nicht erinnern, war das 2, 3 Jahre, 4 Jahre. Meine Mutter hat ein bisschen gesungen, ein bisschen Klavier gespielt. Mein Vater hat auch ein bisschen Klavier gespielt und Geige gespielt. Also zu Hause wurde immer musiziert. Die Beschäftigung mit Musik war Tradition in der Familie Kehrer, deren schwäbische Vorfahren Anfang des 19. Jahrhunderts aus religiösen Gründen Deutschland verließen und in das ferne Georgien auswanderten. In der kaukasischen Metropole Tiflis, zu Georgisch Tbilisi, fand die Familie eine neue Heimat. Hier gründete Rudolf Kehrers Großvater die erste Klavierbaufirma Georgiens, die ein halbes Jahrhundert später vom Sowjetregime enteignet wurde. Hier wurde 1923 Rudolf Kehrer geboren. Ich erkenne die Stadt gar nicht mehr. Diese meine Straße, wo ich 18 Jahre jeden Tag in die Schule ging, erkenne ich nicht mehr. Es gab in Tbilisi 1000 Deutsche, eine deutsche Schule, eine deutsche Kirche, eine lutheranische, ein deutsches Krankenhaus sogar mit deutschen Ärzten, die alle Ausbildung in Deutschland bekommen haben. Und überhaupt haben sich die Eltern immer Mühe gegeben, die Kinder nach Deutschland schicken, wenn sie schon so 18, 17, 19, 20 Jahre waren, dass sie eine Ausbildung in Deutschland bekommen. Zu Hause wurde immer die deutsche Sprache geprägt natürlich und bis ungefähr 10 Jahre bis 11 Jahre hatte ich die Möglichkeit, die deutsche Schule besuchen.